So, Freunde, was geht ab? Liebe Solution React Zuschauer, heute ein Harry Potter Quiz. Ein bisschen anderer Content mal. Ich bin Harry Potter Dick Rider. Ein ultimatives Quiz, was nur echte Fans beantworten können oder fertigstellen können. Ich bin gespannt. Wenn es um die Bücher geht, schwierig. Aber sonst sehe ich mich relativ weit vorne, was das Beantworten angeht. Wir schauen direkt rein. Puh, wild, Angst. 13 Fragen, okay, 13 Fragen. Puh. Passt, okay, geil. 13 Fragen. Was? 5 Sekunden. 5 Sekunden ist unmöglich. 5 Sekunden, oh mein Gott. Erste Frage. Ich weiß nicht, wie der heißt. Boah, wo arbeitet der? In der Bank, Digga, ich weiß nicht. Drill Factory könnte auch sein. Oh no. Ich glaube Bank. Gebrochen. Dreck gebrochen. Traurig. Drei. Ja, okay. Nummer 3. We did it, baby. Ich war erst unsicher, ob das im ersten Teil war. Mit dem schlimmsten Geburtstag, wo der Bengel rumheult. Ey, du 25 statt 34 Geschenke oder so. Der kleine Hund. Okay. Boah, das ist schwierig. Gerade dieser Druck so. 5 Sekunden nur. Nase im Blut hin. 5 Sekunden, unmöglich eigentlich. Oh no. Ah, oh nein. Wo er jetzt landet oder was? Weil er nuschelt? Oh nein. Nummer 3, ein Autounfall. Angeblich sind seine Eltern durch einen Autounfall gestorben. Angeblich. Easiness. Oder? Boah, ein bisschen sneaky. Ich dachte so, okay, es kann doch nicht bei der zweiten Antwort, es kann doch nicht zweimal die dritte Antwort sein. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, easy. Ah, die erste Frage, Bro. Winkelgasse. Das verwirrt mich ein bisschen hier, das hier. Der Hintergrund, wisst ihr, wie ich meine? Ich denke immer so, der Hintergrund ist auf die Fragen bezogen. Darf ich anhalten, um die Frage durchzulesen? Ich kann kein Englisch. In welchem Jahr Harry geboren wurde? Bro. 91, keine Ahnung. I don't fucking know. 91, keine Ahnung. Komm schon! Gönn! No, gebrochen! Oh, Digga! Wurde das gesagt in der Serie? Also in den normalen Filmen? Niemals, oder? Niemals wird das gesagt. Der ist locker aus den scheiß Büchern. Gebrochen. Der ist locker aus den Büchern. Oh, Bro. Who is one day older than Harry? Ah, perfekt. Ja, perfekt. Ron. Draco Malfoy. Neville. Nee, ich wüsste es nicht. Ich sag Draco. Könnte auch Ron sein. Oder können alle sein, keine Ahnung. Ja, scheiß auf mich. Scheiß einfach auf mich. Ich bin schon so sauer. Das ist auch eine Frage. Nee, das ist eine Frage aus dem Buch. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich bin so mad. Oh,
does Hagrid react when he's around cats? Er hat Angst vor Katzen? He cries, sneezes, runs away. Ich glaube drei. Weiß ich aber auch nicht genau. Ich glaube drei. Oder niesen? Nummer 3, auf jeden Fall Nummer 3, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist Nummer 3. Ich würde gerne direkt offline gehen. 2 von 7. Danke fürs Mitzählen. Abbruch. Nee, das müssen wir hochladen. Ich will mich aber bloßstellen lassen. Wenn wir schon die Hashtag-Flaggen machen. Oh mein Gott. Was left knee, what does it look like? Digga, was für ein Narbe von Dumbledore. Was sieht man denn mal Dumbledores Knie? What? Nummer 1, ein Buch. Maximal gebrochen. Wir lassen für heute auf jeden Fall Emote Only drin, Chat. Emote Only bis zum Streamende. Oh mein Gott. Das ist nicht fair, Digga. Das sind behinderte Fragen. Gebrochen. Oh, der Patronus von Luna ist ein Hase. Ja, wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich. Nummer 2. Scheiß aber auf mich. Oder eine Katze, kein, das ist glaube ich nur, ich weiß nicht, was Herr heißt, aber es ist keine Katze und kein Delfin. Was ist das Herr? Was ist das? Ein Haar oder was, Kapi? Ja! Das Ausschlussverfahren, man kennt ihn doch. Ups. Ist doch ein Hase, das war doch ein verfickter Hase. Das war doch ein scheiß Hase, oder nicht? Krummschwanz. Was heißt hier Krummschwanz? Krummsch, oder ist das Krummschwanz? Krummschwanz, ne? Krummschwanz. Ja, Nummer 1 dann, oder? Krummschwanz, heißt die so? Krummschwanz? Nee, oh mein Gott, Digga, bin ich lost. Das erste auf jeden Fall, right? Ist das Krummschwanz? Heißt die Krummschwanz? Damals so verliebt gewesen, Hermine. So verliebt gewesen? Ja, okay, gut. Okay. Ja, wir retten uns gerade ein bisschen. Oh, 5, glaube ich, oder so, oder? 6. 8. 6. Oder, warte mal eben. Brothers and Sisters. Oh, könnte auch... Zwei... Nee, er hat viele Cousins. 3. Obwohl, nee, sind 6. Oder, 3. Ah! Fuck! Lassen wir durchgehen, oder? Letzte Frage. Was die Potion ist. Ja, flüssiges Glück. Ja, ist okay. Option 2. Ja, es ist. Oder? Nee, ja, flüssiges Glück, ja. Nummer 2. Oh. Ich
Und eine extra Frage oder was? 0 bis 4. Ich bin ein Mogel. Was? Ich bin kein Mogel. Wie viel habe ich richtig? 5? Ah, 5. Okay, 5. Was für 3-0. 5. Okay, 5. Ich bin kein Mogel. Was bin ich? Bin ich ein Halbblut? Squib? Was ist das? Squib. Nee, das ist einfach... Das hat mich gebrochen. Das hat mich einfach gebrochen. Gut, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Am besten Dislike rausschmeißen, habe ich mir verdient. Traurig. Also ich habe, es waren locker so 3-4 Fragen, die locker von den Büchern kamen. Und die Bücher habe ich nie gelesen. Egal, es ist so wie es ist. GGs, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Ich mache auf jeden Fall noch ein zweites Quiz. Was sich aber mehr auf die Filme bezieht. Das war's. Aber war gut, hat Spaß gemacht. GGs.